Hi, willkommen in der Informatik-Ecke von BleepTrack. Heute möchte ich euch ein kleines Projekt von mir zeigen. Ich habe einen Generator geschrieben, der bunte, witzige Käfer generieren kann. Und wir schauen uns heute an, wie ich das gemacht habe. Ein kleines bisschen in den Code, nicht zu tief. Da könnt ihr aber gerne später selber drin stöbern. Code und alle Quellen liegen auf GitHub. Schauen wir uns mal hier an, die fertige Webseite, die wir hier gerade haben, ist erreichbar unter beatles.bleeptrack.de. Da können wir einfach diverse neue Käfer generieren, können auch selber ein bisschen an den Parametern drehen, können eigene Farben einstellen, zum Beispiel nehmen wir hier mal so einen hellbraun statt dem dunklen, dann wird das geupdatet. Genau, man kann hier alle Parameter einstellen, die der Käfer hat. Und jetzt als erstes schauen wir uns mal an, wie überhaupt diese Käfer gezeichnet werden, wie das generelle Vorgehen dabei ist. Ich habe ursprünglich angefangen, das in Processing zu schreiben. Das ist so eine Art Java-Wrapper, der einem noch ein bisschen Methoden zur Hand gibt, um besser Grafiken zeichnen zu können. Und ein Käfer wird hier in einer Klasse Beetle abgebildet. Und ich kann, hier ist praktisch das Hauptprogramm, wo ich einfach nur einen neuen Käfer erzeuge und den zeichne. Wir können es jetzt einmal laufen lassen. Dann sieht es gerade so aus, da kommt ein schwarz-weißer Käfer raus. So habe ich angefangen. Das war mein erstes Ziel. Ich wollte einfach nur diese Formen zeichnen können. Okay, und ganz angefangen habe ich mit dem Körper. Deswegen kommentieren wir mal schnell die ganzen Methoden, die die anderen Sachen zeichnen, aus. Und lassen nur den Körper stehen. Wenn ich das jetzt wieder ausführe, dann bekomme ich folgende Form. In dem Fall ein Oval, das ist ein bisschen ungünstig, da sieht, erkennt man das Vorgehen nicht ganz so toll. Ich generiere mal ein paar, bis es ein bisschen besser wird. Der hier sieht schon mal sehr gut aus, da kann ich das gut dran erklären. Das ist die Haupt- oder die Grundform des Käfers. Der besteht im Endeffekt aus 5 Punkten. Es gibt einen Center Point, einen Mittelpunkt, der wäre in etwa hier, den sieht man nicht. Von dem aus gehe ich aber sozusagen und sage, es gibt diesen Nackenpunkt hier oben, der liegt natürlich direkt darüber. Es gibt den unteren, den Hintern praktisch, den unteren Punkt hier unten. Und es gibt die beiden Schulterpunkte rechts und links davon. Die liegen, die 4 wichtigen Punkte liegen also auf so einem Kreuz. Und aus diesen 4 Punkten zeichne ich dann also einen zusammenhängenden Pfad. Das sind Bézier-Kurven, die haben noch eine bestimmte Eigenschaft. An Punkten einer Bézier-Kurve gibt es sogenannte Handles. Das sind nochmal Vektoren, die bestimmen, wie die Kurve gebogen sein soll. Das bedeutet, an diesen Punkten hier haben wir praktisch gar keine Handles, deswegen entsteht hier eine Ecke, die hier oben, der Punkt hier oben und der Punkt hier unten, besser gesagt, die haben so ein Handle. Dadurch beschreibe ich, dass die Kurve hier gebogen durchläuft. Und das gucken wir uns jetzt vielleicht, bauen wir das einfach mal kurz in Inkscape als Bézier-Kurve nach, wie das hier aussieht. Dazu machen wir mal Inkscape auf, gehen ein bisschen näher an unser Dokument. Okay, ich lege mir jetzt einfach mal 2 Hilfslinien hier so mitten in das Dokument, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben, wie das funktioniert. Man kann sich jetzt vorstellen, als wäre das dieser Center Point. Und ich zeichne jetzt einfach mal die Kurve, wie ich das in etwa auch in Processing, in Code einfach nachbauen würde. Das heißt, wir haben einmal den Schulterpunkt, der liegt hier auf dieser Achse. Danach kommt dieser Nackenpunkt hier oben und der hat eben Handles. Deswegen ziehe ich jetzt hier mal diese Fühler nach außen und man sieht schon, dass sich dadurch die Biegung der Kurve verändert. Lassen wir das hier mal so in etwa. So, im gleichen Abstand zum Center Point, das mache ich jetzt mal mit Augenmaß, lege dann der rechte Schulterpunkt und dann hier unten beim Hintern machen wir das Gleiche. Da ziehe ich es jetzt mal weniger stark nach außen. Und dann verbinde ich das jetzt zu einer geschlossenen Form. So, wir können mal die Strichstärke etwas hochsetzen, dann sieht man das ein bisschen besser. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, was ich vorhin gezeichnet habe. Das entspricht so in etwa grob dieser Figur. Und wir können jetzt eben auch mal ein bisschen rumspielen und eben nochmal die Punkte hier anfassen und schauen, was man verändern kann. Das heißt, um jetzt andere Formen zu erzeugen, kann ich praktisch einen zufälligen Abstand vom Nacken zum Zentrumspunkt wählen. Und dann verändert sich die Form. Und das sind eben die ganzen Parameter, die dann entstehen. Das sind immer Abstände oder eben wie groß
da muss ich jetzt hier immer klicken, dass die immer gleich lang bleiben, wie weit ausgefahren diese Handles sind. Und das ist eigentlich der ganze Trick bei der Sache. Das sind die einzigen Parameter, die ich verändere. Das heißt, wenn wir einen sehr kleinen Käfer später hätten mit einem kleinen Körper, dann wäre vielleicht der Handle nicht so groß und die Abstände wären alle nicht so groß. Vielleicht wäre das hier unten, vielleicht wäre der ein bisschen runder unten. So. Das könnte auch eine valide Körperform sein. Was man sich dann eben noch überlegen muss, sind, was sind Maximalwerte, wie lang darf dieser Körper maximal sein, wie lang dürfen diese Schulterabstände maximal sein, wie stark darf diese Handle ausgedehnt sein, ist sowas hier, wäre das immer noch ein valider Käferkörper? Da muss man sich dann Gedanken machen und dann einfach am besten durch ein bisschen testen, herausfinden, welche Werte da sinnvoll sind. Gut, nachdem wir jetzt den Körper zeichnen können, kommt als nächstes der Kopf, der ist ziemlich simpel, der ist einfach eine Ellipse am Nackenpunkt. Genau. Und ich zeichne den zuerst, deswegen erscheint er eben unter dem Körper. Können wir mal nochmal einen generieren. Genau. Genau, der Ellipsenmittelpunkt, wie gesagt, ist der Nackenpunkt und dann habe ich einfach nur zwei Parameter, einmal nach oben und einmal nach rechts, die beiden Radien der Ellipse. Kommen wir zum nächsten, vielleicht mal die Fühler. Die funktionieren folgendermaßen. Sie starten immer am Kopf und dann gibt es zwei Arten von Fühlern. Es gibt welche, die haben zwei Punkte, durch die diese Fühlerlinie läuft und manche haben nur einen Punkt. Das gibt einfach ein bisschen mehr Varianz. Und diese Punkte, da setze ich eben auch die X- und Y-Koordinate zufällig. Und lasse dann auch die Bézier-Kurve einfach durchlaufen. Und dann gibt es noch Fühler, die haben spezielle Enden. Müssen wir mal beim Generieren Glück haben, dass da einen auftaucht. Genau, es gibt eben manche, da zeichne ich ans Ende einfach noch einen kleinen Kreis. Oder ich zeichne Linien, so als ein bisschen wie bei Maikäfern. Die Enden, die ja so kleine Borsten haben. Hier wäre zum Beispiel einer, da kommen eben drei Linien dazu und da kommt dann Processing ins Spiel. Ich sagte ja schon, das nimmt einem sehr viel Arbeit ab und da kann ich eben sagen, ich möchte an einer bestimmten Stelle meines Pfades, das kann man in Prozent praktisch angeben, an diesem Punkt möchte ich einen neuen Vektor herausfinden, nämlich den Normalvektor. Der steht immer im rechten Winkel zur eigentlichen Linie. Und das ist halt super praktisch. Damit kann ich dann ganz einfach die Linien zeichnen, die eben im rechten Winkel zu meinem Pfad stehen. Und damit ist es auch ganz einfach, solche Fühlerhärchen zu generieren. Dann kommen wir noch zu den Flügeln. Die funktionieren auch ganz ähnlich zum Körper. So, der ist besser. Wir haben drei Punkte bei den Flügeln, das ist dieser Mittelpunkt, den teilen sich die beiden Flügel, den Schulterpunkt, den kennen wir schon vom Körper und den Flügelendpunkt. Und ich gehe genauso vor wie bei den anderen Sachen auch. Die X- und Y-Koordinate in einem bestimmten Bereich wird einfach zufällig ausgewürfelt und dann ist es bei den Flügeln eher eine Sache davon, wie weit ich diese Handles ausfahre und in welche Richtung. Und dann ergeben sich diese Flügellinien und hier kann man sich dann eben auch noch die Symmetrie zunutze machen, genauso wie bei den Fühlern, dass man die Koordinaten einfach auf die andere Seite spiegelt, damit es eben wirklich symmetrisch ist. Und dann ganz zum Schluss gibt es noch die Füße. Die bestehen auch aus sehr einfachen geometrischen Formen, nämlich Rechtecken, Dreiecken und noch zwei einzelnen Linien. Die oberen Glieder des Fußes sind immer Rechtecke, die einfach übereinander gezeichnet werden. Dann setze ich noch eine zufällige Anzahl an Dreiecken dahinter, damit die Füße so ein bisschen haarig die haben ja manchmal wie so ein bisschen Häkchen an den Füßen eigentlich, um sich festzuhalten. Das soll das imitieren, sehr einfach. Und ganz zum Schluss ende ich nochmal mit zwei einzelnen Strichen. Die Winkel, die werden auch einfach zufällig generiert und die Füße starten hier auch einmal in diesem Zentrumspunkt, einmal an diesem Flügelmittelpunkt und einmal in der Mitte des Körpers praktisch hier unten.
Das sind immer die Startpunkte der Füße und von da ausgehend werden dann eben Winkel zufällig gewürfelt, die Länge, die Dicke sind auch alles Parameter und dann haben wir schon unsere Käferform und die hat tatsächlich sehr viel Varianz insgesamt. Die sehen schon sehr unterschiedlich aus, aber immer noch irgendwie nach Käfer. Das hatte ich dann so auf Twitter gepostet und hatte sehr gute Resonanz bekommen. Deswegen hatte ich mir gedacht, da sollte man noch mehr draus machen und sie sollten auf jeden Fall bunt werden. Deswegen flippen wir jetzt hier einmal einen Parameter zu True. Dann bekommen wir bunte Käfer raus. Das ist noch nicht die Färbung, wie sie endgültig im Käfergenerator auf der Webseite gelandet ist. Aber da kann ich schon mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Die Kopf, Körper und Beine werden einfach eingefärbt in einer Farbe. Es wird praktisch eine Hauptfarbe gewählt und dann ein bisschen noch Sachen verändert. Mehr dazu später. Die werden aber einfach eingefärbt. Das Komplizierte tatsächlich sind die Flügel. Die sollten irgendwie ein Muster bekommen und das sollte natürlich auch irgendwie schick aussehen. Und dann war die Frage, wie kommt man an coole Muster? Zuerst hatte ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, dass man ja einfach Ringe zeichnen könnte. Jetzt gehen wir hier mal zu unserer Methode, die die Muster zeichnet. Und ich beeinflusse jetzt hier mal ein bisschen den Random-Wert, damit ich genau das bekomme, was ich haben möchte. Nämlich in diesem Fall eine 0. Und das war das erste Muster, was ich mir ausgedacht habe. Man fängt eben einfach immer an, Kreise zu zeichnen und startet auch an diesem Flügelmittelpunkt. Das ist ziemlich simpel programmiert, kein großer Aufwand, aber es sieht jetzt auch nicht gerade super spektakulär aus. Die nächste Idee, die ich hatte, man könnte ja wie bei einem Marienkäfer einfach kleine Punkte verteilen. Genau wie hier. Auch kein Problem, kleine Punkte zu zeichnen. Ist auch nicht so schwierig und dann kam eben, fand ich halt immer noch nicht gut genug. Und dann kam eben die nächste Idee, dass man wirklich so eine Art Muster, ein wirreres Muster generieren möchte, was das Ganze ein bisschen spannender zum Anschauen macht und noch viel mehr Varianz in diesen Käfer gibt. Wie hier zum Beispiel, das sieht doch recht abenteuerlich aus. Und das Vorgehen ist eigentlich sehr simpel. Ich mache eine neue Zeichenebene, auf die ich zeichnen kann. Das zeige ich jetzt mal hier. Später schneide ich dann einfach diese neue Zeichenebene eben in Form der Flügel aus. Das habe ich jetzt mal ausgeschaltet. Dann sieht man nämlich besser, wie dieses Muster überhaupt zustande kommt. Was ich mache ist, ich zeichne einzelne Wellenlinien, die ich dann einfach untereinander kopiere. Und die haben eben auch immer XY-Werte, die zufällig gewürfelt werden, damit die Welle eben mal flacher oder mal steiler ist, eben genauso mit Handles, damit das da schön rund durchläuft. Und die Linien haben auch unterschiedliche Dicken und dadurch kommen recht unterschiedliche Muster zustande, weil sich durch die Dicken eben manchmal sie sich schon so weit annähern, dass das Wellenmuster gar nicht mehr so richtig sichtbar ist. Und der größte Trick daran ist dann zu sagen, dieses Muster drehe, wie man hier sieht, drehe ich noch um einen zufälligen Anzahl an Grad. Und wenn ich dann diese Ausschneideoperation mache, dann wird zum Teil dieses Wellenmuster so diffus oder so, naja, durch die Drehung und durch dieses Verschwimmen praktisch der Dicke des Striches, erkennt man eben die Welle gar nicht mehr, sondern erkennt nur noch irgendwie eher zufällige Formen. Jetzt mache ich diese Maskierung mal wieder rückgängig, also die Maskierung wieder zusätzlich hin, genau. Und dann wird eben diese Ebene einfach ausgeschnitten in Form der Flügel, wird eigentlich nur auf einer Seite und dann eben noch auf die andere rüber kopiert. So, soweit im Processing. Wir gehen mal zurück auf die Webseite. Was ich dann gemacht habe, ich habe das mal wieder auf Twitter gepostet und Leute sagten dann, mach doch einen Twitter-Bot daraus. Das habe ich dann auch getan. Den gibt es zum Beispiel hier, den Beatles-Bot auf Twitter oder es gibt auch den Beatles-Bot auf Bots in Space, einer Mastodon-Instanz. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ich habe erst einfach nur die blanken Bilder der Käfer gepostet. Das sieht dann aber doch irgendwie relativ langweilig aus, also ohne Hintergrund.
Und damit es spannender wird, nehme ich jetzt eben einfach diesen Flügelhintergrund und mache den ein bisschen transparent dahinter. Das macht dann insgesamt einen sehr viel runderen Eindruck als Bild, finde ich, und macht das auch, ja, einfach ein bisschen spannender anzugucken. Ich war dann auch noch nicht zufrieden damit, wie die Färbung des Käfers funktioniert. Ursprünglich habe ich bei den Käfern, ganz ursprünglich habe ich den RGB-Farbraum genommen. Das bedeutet, man hat drei Parameter für die Farben Rot, Blau und Grün. Das ist so der Standard, den man meistens kennt und benutzt. Und da kann ich natürlich einfach zufällige Farben wählen. Kein Problem, man kann ja da einfach für die drei Werte was Zufälliges würfeln. Das Problem ist, ich wollte eben den gleichen Farbwert auch in heller oder dunkler bekommen. Das geht mit RGB nicht so einfach auszurechnen, aber es gibt andere Farbräume, die das sehr gut können. Zum Beispiel HSB, den habe ich als nächstes genommen. Der hat aber auch seine eigenen Probleme. Dazu habe ich jetzt hier mal eine Website zum Verdeutlichen aufgemacht. Wir haben also RGB. Ich kann jetzt hier also bei diesen drei Slidern sehe ich schon Rot, Grün und Blau als Werte. Ich kann hier Blau dazugeben, dann wird eben einfach alles blauer. Als nächstes hatte ich dann eben diesen HSB-Farbraum. Da kann ich einfach sagen, im zweiten Slider mach meine Farbe heller. Oder im dritten Slider kann ich auch sagen, mach meine Farbe dunkler Richtung Schwarz. Und oben habe ich so eine Art Color Wheel, einen 360 Grad ist das meistens, genau, 360 Grad Raum, in dem einfach die Hauptfarbe ausgewählt wird. Ist auch sehr schön, um eben Farbübergänge zum Beispiel ineinander zu machen. So, das Problem ist jetzt, ich würfel drei zufällige Werte für diese drei Bereiche und sobald der Value oder der, in dem Fall bei HSB heißt es dann Brightness, sobald dieser Wert auf 0 steht, dann ist alles schwarz, egal was in den anderen beiden Slidern passiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja dann doch recht häufig, dass einer von dass dieser Slider in diesem dunklen Bereich landet und damit mache ich praktisch alle Farben kaputt, in Anführungszeichen. Und deswegen habe ich meistens sehr dunkle Käfer rausbekommen, was mich gestört hat, weil ich wollte eigentlich schon, dass die, sie müssen nicht alle knallig sein, aber alle schwarz bringt mir halt auch nichts. Das sieht einfach nicht schön aus. Deswegen bin ich dann als nächstes in den HSL-Farbraum gewechselt und dafür habe ich mich jetzt auch schlussendlich entschieden. Der ist da deutlich einfacher. In meinem Fall, weil ich dann ich kann einfach eine normale Random-Funktion weiterhin benutzen und muss nichts da an den Wahrscheinlichkeiten drehen. Da funktioniert es so, wir haben wieder oben dieses Color Wheel. Der zweite Regler, der saturiert oder desaturiert, das heißt, wenn ich den nach unten schiebe, dann wird einfach alles irgendwie grau. Und der letzte Parameter, der geht von schwarz in die Hauptfarbe und dann nach weiß. Und das macht es jetzt eben viel einfacher. Wenn ich nämlich hier, habe ich immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht auf schwarz lande, das ist schon okay, dann wird auch alles schwarz. Aber der dunkle Bereich ist viel kleiner. Und wenn ich beim zweiten Wert auf grau lande, grau ist mir halt auch immer noch lieber als reines weiß. Also es ist immer noch eher, ich habe immer noch eher hier die Wahrscheinlichkeit, dass ich in irgendwie diese Farbe noch durchscheint, als dass sie ganz verschwindet. Und damit kommen jetzt sehr schönere, viel schönere Käfer raus. Und ich habe mich dann bei der Kolorierung für folgendes Vorgehen entschieden. Da generieren wir vielleicht mal einen anderen, wo man es ein bisschen besser sieht. Der sieht doch ganz gut aus. Wir können auch hier mal diesen Farbparameter-Slider mit aufmachen. Ich wähle zwei Hauptfarben, die eine Hauptfarbe. Also, ich wähle zwei Farben, eine Hauptfarbe und eine Farbe, die ich noch zusätzlich für das Muster benötige. Die beiden Farben tauchen dann auch genauso im Flügel auf. Und die anderen Farben, der Körper, der Kopf und die Füße, die sind dann interpoliert zwischen diesen beiden Farben. Das heißt, man kann sich im Raum eine Strecke vorstellen von hellbraun zu diesem Schwarz. Und irgendwo auf dieser Strecke liegen dann diese anderen Farben. Und es gibt noch einen Parameter, der ein bisschen die Gewichtung aussagt, ob die vielleicht eher beim eher bei der Hauptfarbe oder eher bei der Musterfarbe liegen. Den kann man hier verschieben. Und damit kommt halt dann insgesamt ein recht homogenes Bild dabei raus. Auch wenn die Farben nicht so ganz zusammenpassen, dann liegen ja praktisch immer Zwischenfarben auf dem Körper und damit passen sie dann halt eben doch wieder ganz gut zusammen.
Ansonsten kann ich euch nur ermuntern, probiert gerne diesen Generator mal aus, spielt ein bisschen an den Parametern runter. Sehr schön ist auch hier unten bei Pattern der Shuffle-Button, der einfach neue Muster erzeugt. Da kann man sehr schön zuschauen. Oder was auch ganz gut funktioniert, es gibt hier oben einen Play-Button, der lässt den Käfer im Parameter-Space laufen. Das heißt, er verändert alle Parameter ganz leicht, immer mehr. Und so entsteht praktisch eine Morph-Animation, da kann man sehr schön zuschauen. Oder wenn ihr euch besonders in einen Käfer verliebt habt, dann habt ihr auch noch hier die Möglichkeit, euch diesen Käfer auf ein T-Shirt drucken zu lassen. Ansonsten gibt es natürlich hier noch die Diskette. Dann habt ihr hier oben den Permalink, den benutzt auch der Twitter-Bot oder der Mastodon-Bot, damit man eben eindeutig wieder diesen Käfer zuordnen kann, wenn ihr einen Link dazu an einen Freund schicken wollt. Ja, das ist der Beatles-Bot. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mal reinzuschauen. Guckt auch gerne in den Code. Links findet ihr unter dem Video. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!